Ja, guten Tag. Wir spielen heute mal wieder ein bisschen Jurassic World Evolution. Ja, beim letzten Mal, da haben wir schon so ein paar Dinos freigelassen, beziehungsweise die im richtigen Gehege gelassen von Frau Dua. Ja, und schauen wir mal, ob wir dann die anderen Dinos dann auch noch freilassen können und dass wir die große Mission abschließen können, ne? Dr. Ian Malkin haben sie ihm gefunden. Roland Tembo, nur die Teile, die sie übrig gelassen haben. Ja. Manchmal ist das so, ne? Verbessern Sie die Sichtbarkeit Ihrer Dinosaurier mit Hilfe gut positionierter Beobachtungsgalerien, Beobachtungsplattformen, Gyrosphären und Einschienenbahnen. Ja, das wissen wir ja mittlerweile auch. Verdammt. Ja, verdammt. So sind wir jetzt auch, ne? Bin ich nicht verbunden? Keine Stromausfälle ist auch alles gut. Kein Strom. Okay. Achso, ne, das ist hier bei dem neuen Gehege ist das mit dem Strom. Und ja, wir können hier, ne, genau, hier war das hier mit dem Strom da hinten. Deswegen erzählt es nicht. Und jetzt können wir ja eigentlich schon mal hier neue Dinos hier freilassen. Deinonychus. Mal gucken, wo wir den haben. Der hier. Das ist natürlich so einer, ist nicht ohne. Ist Stücke, ne? Ja. Der Deinonychus ist ein Fleischfresser. Aber okay. Oh, hier ist noch einer. Styracosaurus. Alles gut. Einsam. Lass wir hier nochmal Styracosaurus frei. Parallel. So, machen wir hier den. Und hier noch einen. Ausbrüten fehlgeschlagen. Salos. Machen wir den natürlich aussondern. Nochmal ausbrüten. Nochmal ausbrüten fehlgeschlagen. Was ist da los, ey? Kann man aber auch Geld verbraten. Schon was zu aus, lass mal frei. Wo ist die Dinosaurierbedrohung? Da Geborgenheit, steigt doch jetzt. Komm mal, ist nicht mehr so einsam. Alles gut. Geht doch alles. Zauneffekt. Junge, ey. Ich lasse mal direkt den zweiten Styracosaurus frei. Ja, hier. So, und hier den Deinonychus. Den lassen wir, glaube ich, jetzt auch frei. Und Deinonychus, den packen wir hier oben hin. Schauen wir einmal. Die haben ja alle volle Pulle Geborgenheit. Sehr gut. Jo. Guck mal, keine Stromausfälle, das haben wir gleich auch. Das ist immer sehr gut. Ja. Ich habe nicht oft Zeit, mich zu bedanken, aber in Ihrem Fall würde ich eine Ausnahme machen. Ja dann. Rufbelohnung, Carnotaurus. Das ist sehr gut. Auf den haben wir auch schon gewartet. Wo ist der denn? Oder muss man den erstmal forschen oder so? Ja. Tja.
der Welt gibt den scheinbar irgendwie nicht. So, dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir nach dem Forschen einfach. So. Achso, hier. Ja. Aber natürlich. Vielleicht haben sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihre okay. Leben hängt davon ab. Darum sollten sie so denken wie sie. So. Beobachten wir den Typ mal ein bisschen. Aber so wie ich sehe, will der. Will auch irgendwie sozial, hat er noch. Jetzt hat er einsam, ja, genau. Hm. Da ist am Sorge da mehr rausbrüten. Dann machen wir das mal. Jo. Dann schießen wir den erstmal ab, ne? Schauen wir mal, hier bei der Ranger-Station drauf. Ein Dino haben wir es auch. Eingehen übertragen. Pflanzenfresser aufeinandertreffen, fließt Blut. Möglicherweise auch ihres. Okay. Gescheitert. Ja, müssen wir halt noch weiter aufteilen. Haben wir neu laden, ey. Weiter ist Casin. Unterschätzen Sie niemals einen Dinosaurier. Sogar der kleinste Dino kann gefährlich werden, wenn man ihn reizt oder bedroht. Ja. Kann durchaus sein, ne? So, machen wir aber diesen Standard hier wieder. Styracosaurus und Deinonychus. Wobei war da ja Deinonychus, dann machen wir direkt zwei. So. So. So, und jetzt gucken wir hier einmal hier Karte. Jetzt kriegt er natürlich nichts zu essen, ey. Das ist schlecht. Fehlendes Grasland. Okay, das krieg ich noch hin. Ich dachte, hier wäre so enger oder was. Okay, geht runter weiter. Hm. Vielleicht ist er auch zu knapp bemessen. So, und jetzt? Er steigt auf jeden Fall, das ist schon mal ganz gut. Lass mal die mal frei. So. Ja, ihr auch. Ich habe ja nicht oft Zeit, mich zu bedanken. Aber in ihrem Fall würde ich eine Ausnahme machen. So, den Dino haben wir auch wieder. Forschungszentrum. Und dann ja wieder den Kanotosaurus. Aber hier mal. Hungrig? Ja, hungrig haben wir. Durstig haben wir auch alles. Sie Erfolg, wo andere vor ihnen gescheitert sind. Oh. Aber die Dinos lernen auch dazu. Ihr Überleben hängt davon ab. Darum sollten sie so denken wie sie. Dann machen wir noch einen. Die sind auch ganz schön fleißig da, die beiden. Ja, brüten Sie in meinem Hemd- und Entwicklungslabor erfolgreich einen Fleischfresser aus.
akzeptieren wir natürlich. Was wären dann jetzt rein theoretisch den neuen Dino? Unten. Carnotaurus. Südamerika, erster Dino. Machen wir mal einfach da. Und damit würde ich erstmal sagen, das war's dann erstmal. Bewertet doch mal ruhig den Teil. Und bis dann. Tschüss.